Was geht, liebe Mithumans, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KCD Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich bin sterbenshyped, den Pribislavitz ein bisschen weiterzumachen. Ich würde behaupten, wir machen wie letzte Episode Ende geheißen erstmal unseren Kladderadatsch fertig, in dem Sinne, dass wir hier Zeug reparieren. Was wollten wir noch machen? Das Vieh regeln, genau. Nochmal beim Gemischtwarenhändler ein bisschen Zeug verkaufen, je nachdem wie viel Cash der hat. Meistens hat er leider nicht sonderlich viel am Start. Ist auch total unverhältnismäßig, finde ich. Irgendwie hier die Rüstungshändler mit 70k, Gemischtwarenhändler irgendwie so 1 Cent. Weiß nicht genau, was das soll, aber ist wie es ist. Ne? Könnte man bestimmt irgendwie eine Rich Merchants Mod oder so reinziehen, aber na? Ich finde, man muss das Game halt auch immer so nehmen, wie es ist. Wisst ihr was? Wir sollten vielleicht fast mal noch ein paar Retterschnäpse mitnehmen, oder? Ehrenwerte Grüße. Vielleicht reite ich noch mal schnell runter und hole uns noch ein paar Retterschnäpse. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Okay, das ist gar nicht so teuer, wie ich dachte. Wir falschen hier allerdings trotzdem. Reden wir über den Preis. Eben. Ist gut. 1,2 würde ich gerne zahlen. Ah, okay. Dann wohl eher 1,3. Fangen wir mit 1,25 an. Weil du es bist. Der Arme. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Naja, werden glaube ich eher so 1,35. Ja, sieht so aus, gell? Ja, das sollte passen. Alles klar. Danke dir. Dann hoffen wir, dass wir diesmal das so hinkriegen, dass nicht unser ganzes Zeug kaputt geht, bevor ich hier wieder ankomme das nächste Mal. Denn das geht immer ziemlich schnell ins Geld. Aber nach so einem fetten Gemetzel ist halt auch immer gerne direkt mal eine Sache komplett kaputt. Naja, wie dem auch sei, wir holen uns jetzt schnell ein paar Retterschnäpse ab. Das hätte ich am Anfang der Episode machen sollen. Ja, aber ist jetzt ja nicht wild, ist ja nicht weit weg. Mal kurz nochmal hinreiten, ein paar Retterschnäpse abholen, das geht schon klar. Ja, und die Geschichte mit Theresa, das wusste ich jetzt natürlich nicht, dass diese Sache gewissermaßen einen Cooldown hat, wann die das nächste Mal was für einen reparieren will. Ja, ich dachte, man kann das immer nutzen, aber wurde in dem Sinne eines Besseren belehrt. Ist ja aber nicht wild, wie gesagt. Ja, das passt schon, das passt schon. Okay, so. Dann holen wir uns da doch direkt nochmal ein paar Retterschnäpse raus. Ich würde sagen, so 20 sollten wir schon mitnehmen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Retterschnäpse haben wir ja genug, das ist nicht das Ding. nehmen wir 30 mit, das passt auch. So, Inventory, Nahrung, Retterschnaps, X. Dann packen wir sowas bei Yenda rein und dann läuft die Geschichte. Cool. Okay. So, dann regeln wir jetzt noch die Geschichte mit dem Vieh. Ja, und dann, wie gesagt, geht's nochmal nach Pribislavitz. Hoffentlich finden wir auf dem Weg nochmal ein paar Möglichkeiten, Banditen auseinanderzunehmen. Das wäre schon cool. Ja. Wenn nicht, ist auch nicht allzu wild, aber wenn ja, wäre natürlich super chillig. Diesmal habe ich auch wieder was zu trinken. Stark P. Ja, sehr stark. Okay, cool, cool. So, dann gucken wir uns die Geschichte hier doch mal an. Wie sieht es hier aus? So, dann machen wir erstmal Gemischtwarenhandel, oder? Und wo muss ich nach Vieh fragen? Beim Metzger. Okay. Beim Metzger hatten wir auch noch nicht sonderlich viel zu schaffen bis jetzt, würde ich mal behaupten, oder? Jetzt machen wir erstmal die Gemischtwarengeschichte noch. Da haben wir noch ein paar Goldkelche und so. Die nimmt er uns bestimmt dankend ab, je nachdem, wie viel Geld er hat. Grüß dich, werter Herr. Ja, Konrad, tu nicht so. Wir wissen beide, dass wir nicht sonderlich gute Freunde sind seit der einen Geschichte. Aber ist, wie es ist. Wie viel hat er? Nichts. Okay, ja, Konrad, dann kannst du mich mal. Warum hat er denn kein Geld? Oh Mann, hier Leute anreiten ist schon auch eine tolle Sache. Geht bestimmt jedes Mal ein bisschen gegen meinen Ruf, aber ist mir egal. Bin ich knallhart. Hier, moin, Metzger. Glück und Gesundheit. Gleichfalls. Ich möchte Vieh für ein ganzes Dorf kaufen. Wie viele Tiere? Genug, damit alle Einwohner von Pribislavitz satt werden. Was? Dieses Pack kriegt von mir nichts. Warum denn nicht? Ich verkaufe nichts an Skalitzer Gesindel. Ich kann dir gerne die Fresse eintreten, wenn du willst. Das ist gar kein Problem. Das wäre aber eine gute Gelegenheit, eben. Du willst gutes Geld sausen lassen? Der Einkauf von Vieh für ein ganzes Dorf, ausschließlich aus deinem Bestand, würde einiges wieder gut machen. Na schön. Hauptsache, ich bin dieses Pack für immer los. Den Preis bestimme ich. Alles klar. Wie bringst du das Vieh ins Dorf? Hab einen Händler. Ein Händler wird sich darum kümmern. Nun gut, hier mein Angebot.
Schlag ein oder lass es. Gut. 70 Groschen? Lebe wohl. Das ist ja nichts. Okay. Was tut er da so wegen 70 Groschen? Hä? Vieh für ein ganzes Dorf. 70 Groschen. Dafür kriegst du die halbe Vorhaut von einer Kuh, oder? Was? Naja, seine Sache. Seine Sache. Na, wenn er meint, ja, ja, das war ein starker Deal hier, ne? Ich hätte jetzt auch 2.000 oder so mega gesehen, vielleicht sogar 4 oder 5, ne? Aber du, 70 Groschen, nehme ich dankend an, so ist es nicht. Okay, klasse. Dann ab nach Pribislavitz. Wir knallen uns direkt einen Retterschnaps rein, einfach weil wir es können auch. Und vergiften unsere Klingen wieder, oder? Gift. Magdeburger Rattenratter. Na, sowas. Und dann passt die Geschichte. Ja. Alles klar. Stark. So muss es sein, Leute. Genau so muss es sein. Wir könnten nochmal in Neuhof vorbeischauen, ob da jetzt endlich mal der Pferdehändler am Start ist. Aber, na, habe ich es jetzt gerade auch nicht sonderlich eilig mit, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Yenda kommt super klar. Ich wüsste gar nicht, was man hier großartig verbessern will an ihr. So, vielleicht wäre sie noch mal ein bisschen schneller oder sowas oder kann noch mal mehr mitnehmen oder keine Ahnung. Aber ich finde, eigentlich passt das schon alles ziemlich gut hier. Ne? Also, ich bin sehr zufrieden, sagen wir es mal so. Ich finde, sie sieht auch super aus in ihrem Zaumzeug. Na? Schon mit Z. Ist kein Akzent. Einfach nur meine Deppigkeit gewissermaßen. Die schlägt manchmal auch durch, aber wem erzähle ich das hier, ne? Wem erzähle ich das hier? Okay, cool. Ich glaube, wir sind mittlerweile über Folge 100, oder? Oder ist es hier Folge 100? Es könnte Folge 100 sein. Vielleicht sogar schon 101 oder so. Das ist crazy, oder? Also wie viel Content dieses Spiel bietet, ist verrückt. Absolut verrückt. Vor allem, wir haben jetzt ja nochmal ein DLC, noch einige Nebenquests. Wir könnten mal wieder mit unseren Jungs reden aus Scarlet. Na, habe ich ja die letzten Episoden schon mal angemerkt. Wird alles noch kommen. Dann haben wir noch ordentlich Hauptquest vor uns. Pribislavitz noch aufbauen. Da geht schon echt einiges. Da kann man echt gar nicht klagen, oder? Also an Content mangelt es in diesem Spiel definitiv nicht. Definitiv nicht. Also so gar nicht. Das ist der eins zu weit oben, der Weg, oder? Nee, doch. Alter, keine Ahnung, warum check ich das hier nie? Ist das hier lang jetzt? Ja, genau, doch, jetzt passt alles. Stark. So ist gut. Das ist der richtige Weg. Hier müssen wir lang. Okay, cool. Bin gespannt, ob ich den Weg nach Pribislavitz diesmal hinbekomme. Es sind halt so zwei, drei wichtige Abzweigungen, bei denen ich immer noch ein bisschen am Grübeln bin, wo wir dann da lang müssen, aber ja, ich denke so, hier und da mal ein Blick in die Karte bringt jetzt auch niemanden um, das passt schon. Dafür merke ich mir andere Dinge. Ich denke es mir auch immer wieder, ne? Also klar, könnte man sich mehr merken, gerade wenn man halt so, wie ich jetzt heute, mal so eine Session von 5-6 Stunden spielt. Da bleibt sehr viel mehr hängen, als wenn man jede Woche drei Episoden aufnimmt. Das könnt ihr mir glauben. Aber irgendwo ist es natürlich auch so, dass ich sagen muss, so Wege, das kann man halt immer nachschauen. Wisst ihr, ich meine, da ist nicht so wichtig, dass man sich das merkt. Na, wichtiger, dass man weiß, wann sind die Konterzeitfenster oder so. Sowas ist wichtig. Und generell finde ich es immer wieder lustig, wenn ich mir halb so viel über irgendwas merken könnte, wie ich es über Games tue, dann wäre ich in manchen Aspekten so ein gottloser G. Okay, ja, wir sind jetzt gerade hier und reiten da erstmal rechts. Es ist zwar gewissermaßen egal, wo wir hier lang reiten, aber rechts ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Rechts ist etwas schneller. Ja. Schenkt sich, glaube ich, echt nicht viel. Das wäre wahrscheinlich nicht mal eine halbe Minute, die wir da großartig rausholen, so, aber, na. Nehmen wir natürlich mit. Alles, was den Weg verkürzt. Das ist schon eine Geschichte für sich, ne? Ich hatte ja mal irgendwann den Punkt aufgemacht von wegen, ey, wir müssen dann immer von A nach B reiten und da verlieren wir ja voll viel Zeit gegenüber einem Normal Playthrough, das nicht auf Hardcore stattfindet. Wohingegen ihr gekontert habt, hey, bei so einer Reise, die man schnell reist, da vergeht viel mehr Zeit, als wenn man einfach schnell reitet. Aber auf der anderen Seite vergeht halt mehr Ingame-Zeit.
Na, aber wir sind schon viel unterwegs. Na, also jetzt gerade die Privitz-Lawitz-Geschichte. Junge, ja. Junge, sind wir am Reiten hier. Also die letzten paar Episoden sind wir mehr geritten als, die gesamte Spielbevölkerung von KCD zusammen in ihrem Leben, oder? Also, wir sind schon sehr gut unterwegs hier. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir super viel unterwegs. Aber ist okay. Wie gesagt, wenn noch ein paar mehr Banditen hier und da unterwegs wären, fände ich das cool. Ist aber auch nicht schlimm, wenn nicht. Ja. Können wir uns hier unsere Rüstungsreparatur sparen. Aber mittlerweile holen wir so viel Geld raus bei dem Loot, dass es sich definitiv eher lohnen würde. Na, wenn ich mich nicht sonderlich hart anstelle beim Kämpfen, dann lohnt sich das definitiv. Uiuiui. Alles im Griff. Gell, Köter? Sind wir Köter, Jung? Kleines Kötili. Okay. Stark. Ja, dann da oben wieder wie immer links. Und dann muss ich nochmal kurz nachgucken, wie es dann wieder weiterging. Aber wie gesagt, ich denke so hier und da ein Blick auf die Karte. Das ist schon okay. Das ist absolut in Ordnung. Eieiei. Es ist schon einfach ein gutes Stück. Ne? Also kann man einfach gar nichts sagen. Der Weg nach Privitz-Lawitz, der ist schon weit. Aber naja. Ich könnte auch einfach mal gucken, dass ich mal in einer anderen Stadt großartig Handel betreibe und nicht immer nur in Ratai. Aber ich glaube, Ratai macht schon mit am meisten Sinn, oder? Die haben halt auch einfach, also jetzt gerade Rüstungs- und Waffenhändler, super viel Cash. Und worüber wir am meisten Cash machen, sind definitiv die Rüstungen. Also in dem Sinne, denke ich, passt das so schon. So, weiter geht's. Okay. So, hier am Holzfällerlager vorbei. Dann müssen wir hier, glaube ich, links, oder? Genau, dann kommt da auf der rechten Seite bald dieses Totem, wo ich immer sage, ah ja, das ist super, um sich zu orientieren. Oder kommt das eins später? Das kann auch sein. Naja, wir werden es bald sehen. Wir werden es bald sehen. Oh yeah, da geht direkt wieder was, guck mal. Das ist doch klasse, vor allem diesmal am helllichten Tage. Das ist doch schön. Stehen bleiben, das ist ein Überfall. Lasst die Waffen fallen und gebt uns eure Habe. Den hatte der nicht stecken. Was haben wir denn da? Unterhaltung? Ja, ja, hier siehst du mal. Kriegst ordentlich Unterhaltung von mir. Ist gar kein Problem. Den hat er stecken. Ich würde eigentlich noch gerne einen von den Dunklen rausnehmen. Das sind nämlich immer die stressigsten, finde ich. Die Dark Rider. Na, richtige Dark Knights hier. Stark, da ist jemand niedergegangen an unserem Pfeil. Das sind, glaube ich, auch Kumanen, gegen die, die da kämpfen, oder? Ah, ne, sind schon Händler, glaube ich. Ja, die hauen auf jeden Fall gut raus. Oh, 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 das war jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, der eine da gehört nicht mehr zu denen. Ah, das ist den hier Bogenschütze. Jetzt check ich's, okay. Ja. Mhm. Nicht schlecht, okay. Ja, er ist wieder der Barber hier. Digga, was soll die Scheiße denn? Nimm das! Na, also. So, jetzt haut mir gleich jemand von hinten auf den Nacken. Genau, kann man gar nichts machen. Da gibt's einfach gar nicht die Möglichkeit, dass man da was tun kann. Lieben wir. Hier auch mal eben. Wo ist jetzt der hinter mir? Ah ja, klar. Kamera, verstehe ich. Na, gegen drei Leute kämpfen. Wir wissen alle, wie es ist. Na, also. Und hier, du haust ja wohl auch bald wieder mal zu, oder? Na, nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Schau mal hier. Kriegst auch nicht auf den Deckel. So, weg mit dir. Er sieht ein bisschen aus wie unser Kumpel, oder? Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Der Fritz oder der andere. Oder wie der überhaupt irgendjemand heißt. Ist mir auch wurscht. Sowas merke ich mir nicht. Ja. Chillen ja oft genug mit denen. Da werde ich es dann schon wieder rausfinden. Ja, 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 ja. Leute, was soll sowas auch? Na, das ist einfach, Junge, wenn es halt impossible ist, was gegen euch zu tun. Ja, was, wie weiche Knie bekommen? Jetzt hauen die mich hier wieder dumm? Ich schlachte dich ab. Ja, ich glaub's auch, na, weil ich halt einfach nichts machen darf. So, natürlich schlachtet ihr mich dann ab.
Wundert mich jetzt nicht sonderlich, ne? Also ist jetzt nicht krass, dass ihr das jetzt hier schon wieder gewinnt. Goddammit, Mann. So, jetzt kriege ich von hinten wieder auf den Deckel. Genau. Jetzt von der Seite. Klar, wissen wir alle, wie es läuft. Damage kriegen die auch keinen. Wär ja, dann wäre es ja fair. Deswegen geht es natürlich nicht so. Ja, das wundert mich jetzt hier nicht. Die eine Combo, die wir da bekommen haben, da kannst du gar nichts machen. Da, ja, Digga, da sind die so hinter dir. Na, schlagen dir so 15 Hits rein. Ist ganz normal. Ganz normal bei KCD. Okay, super schade. Bin jetzt gespannt, ob die da jetzt vielleicht nochmal chillen oder nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ey, also ganz ehrlich. Mittlerweile, ich sag's euch, wie es ist. Könnt ihr da argumentieren, wie ihr wollt. Die Kameraführung ist ass. Ja, die ist zwar irgendwo schon auf Realismus gestützt, aber das geht schon besser. Das geht schon besser. Ist immer leicht gesagt für jemanden, der selber keine Spiele programmiert oder so, klar. Aber na, ja. Da muss doch mehr möglich sein. Das muss doch irgendwie besser gehen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. So gerade so, oh ja, die hauen dann von der Seite auf dich drauf. Du kannst die nicht sehen, du kannst nicht blocken, du kommst nicht aus dieser Combo raus. Na, wenn der eine fertig ist, fängt der nächste an. So, ja, witzig. Na? Und dann haben wir die Comments so von wegen, weiche Knie bekommen, oder? Bro, ich würde euch alle im 101 auseinandernehmen und jeder weiß es. Na? Jeder weiß das. So, hier, da ist die Frage, wo geht's hier lang? Wir haben schon unser Totem gesehen. Wir sind hier hoch, dann links und jetzt müssten wir wieder links, oder? Ja, eben. Ja, sind nicht nochmal gekommen. Schade, ich hätte gerne den ihren Loot mitgenommen, aber na, wenn die sich so anstellen, sind die eh unbesiegbar. Da kann man gar nichts machen, meiner Meinung nach. Da kann man nichts machen. So, hier weiter geradeaus passt, gell? Ja, das ist in Ordnung. Hätten auch links gehen können, aber geradeaus ist auch okay. Naja, sehr schade, dass die jetzt wieder nicht nochmal am Start waren. Irgendwann kriege ich die besiegt. Die sind schon einfach super strong. Wisst ihr, wie ich meine? Das erkenne ich doch an. Das ist doch nicht das Ding. Das erkennt doch hier jeder an. Darum geht's doch nicht. Geht doch einfach darum, dass diese Hit-Kombo, wenn du einfach nichts tun kannst, eine Frechheit ist. Ja, und dann die Counter irgendwie nicht durchkommen, ist einfach schwierig. Das hätte man bestimmt hier und da schöner einfädeln können, wie ich finde. Aber ist hier nur meine bescheidene Meinung. Wir wissen ja mittlerweile alle, wie es ist. Einer meiner Favorites auf YouTube, namentlich Videogame Donkey, kann ich euch allen empfehlen, bringt es in letzter Zeit gut auf den Punkt. Ich finde es immer so witzig. In Reviews oder Let's Plays bist du dann beliebt, wenn du den Leuten das erzählst, was sie über ihr Lieblingsspiel hören wollen. Es geht nicht darum, das nett zu bewerten, ja, und fair zu sein, sondern es geht eigentlich mittlerweile nur noch darum zu sagen, ey, das Spiel ist so geil, alles daran ist geil. Es gibt absolut nichts, was man verbessern könnte. Und dann sagen die Leute, ey, cool, dass du das genauso siehst und so, ne? Also, deswegen macht er in letzter Zeit so, er nimmt es ein bisschen auf die Schippe. Und holt einfach quasi die Argumente von Leuten aus dem Netz, von verschiedenen Foren und sagt dann so, hier, guck mal, das klappt so und so. Ja, also 10 aus 10 das Game, ganz klar, gell. Alles, was da nicht klappt, ganz egal, ist 10 aus 10. Wissen wir alle Bescheid. Sag mal, wo ist jetzt hier eigentlich unser, habe ich es gerade übersehen, den Metzger? Hier, Fleischerei. Ich habe nach Metzger geguckt, deswegen habe ich es übersehen. Genau, okay, muss erstmal Cash hier rein. Ah, reicht gerade so nicht. Na, ich will ja damit nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist oder so. Darum geht's doch nicht. Aber das ist schon, wisst ihr, wie ich meine, so cool, wenn die halt von hinten auf mich einhacken, so. Und gerade eben war es wirklich so, dass einer aufgehört hat mit der Combo, der nächste macht weiter, du kommst da nicht raus, du kannst da blocken, ausweichen, sonst was drücken, das wird alles gar nicht erst angenommen, weil du ja in der Combo drin steckst. Na, du bist im Taumeln, da geht einfach nichts. Und dann finde ich es einfach witzlos, dass du da schnell mal 10 Hits reingedrückt kriegst, mit denen du dann halt instant down bist. Na, huh? Wie nicht erfüllte Voraussetzungen. Was fehlt? Hä? Inkompatibel mit Bäckerei. Warum denn das? Ach so, man kann sich entscheiden. Entweder Bäckerei oder Viehzucht. Das ist ja super scheiße. Wachhaus oder Stallungen? Ja, dann baut man das, was mehr Geld generiert, ist doch klar. Hä? Okay, das finde ich ein bisschen schade, dass man gar nicht alles bauen kann. Das ist ja super sad. Bienenstöcke. Ja, die will ich bauen. Guck mal. Ich habe mich entschieden. Marius?
Wie sieht's aus? Hast du Bock? Na, also. Na, also, ich weiß nicht. Können wir gerne mal da lassen, was ihr von solchen Combats haltet. Na? Und abstrahiert mal bitte davon, dass das euer Lieblingsspiel ist. Das ist mir schon klar. Ich finde es doch auch ein super Spiel. Aber das im Combat, das ist hier und da etwas unübersichtlich. Und Leute, ich habe das Argument mit, ey, so wäre es in echt gegen drei Leute auch verstanden, ne? Das ändert aber nichts daran, dass manche Mechaniken da drin... Na, da könnte man schon ein bisschen mehr rausholen, habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, ich programmiere selbst keine Games, wer bin ich schon, da was zu sagen? Klar, ne, ist auch solide, das Argument, kann man so definitiv raushauen, aber ich würde behaupten, das ist schon einfach super schwierig. Kriegst du halt mal 10 Hits reingedrückt. Hier werden wir bauen? Kannst gar nichts dagegen machen. Ja. Sollen wir anfangen? Gerne. Let's go. Bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Mhm. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Let's go rein da. Mich würde auch super interessieren an der Stelle. Klar, wenn ihr jetzt nicht Hard Mode zockt, dann ist das eh eine ganz andere Hausnummer. Aber ich würde behaupten, wenn man halt Normal Mode zockt, kann ich mir gut vorstellen, dass so 10 Hits, die man kriegt, das ist dann gar nicht so wild. Na? Vielleicht kommt es mir deswegen nochmal anders vor. Aber das finde ich schon sehr, sehr hardcore. Und ich habe halt das Gefühl, das ist halt eine Art von Hardcore. Da spielt das keine Rolle, welchen Skill ich habe. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist egal. Diese Hits kriegst du aber einfach manchmal. Wenn du Pech hast, kriegst du halt 5. Wenn du richtig Pech hast, kriegst du halt 10. Na, ja, aber was dagegen machen, kannst du nicht. Egal, wie gut du bist. So, also, ich weiß nicht. Ich meine... Man könnte ja sagen, okay, wenn ich mit der Kamera hinterherkomme und jeden immer gut konter, na, hier greift von vorne jemand an, ich konter den, geh direkt hier rüber, konter den nächsten, geh dann direkt wieder hier rüber, konter den nächsten, aber das klappt so halt eigentlich einfach nicht. Oder zumindest bin ich noch nicht auf den Trichter gekommen, wie das gehen soll. Kann natürlich auch sein, ne? Dass ich einfach noch sehr viel schlechter bin, als ich denke. Aber ich würde behaupten, mittlerweile läuft das all in all eigentlich ganz gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, gegen solche Kombos, da ist wenig Kraut gegen gewachsen. Und bitte, bitte versteht's nicht falsch. Ich sehe das Realismusargument. Wenn du gegen drei Leute kämpfst und die hauen zu dritt auf dich ein, klar kann sowas dann passieren. Aber ich würde behaupten, in einem Spiel, in dem das halt direkt deinen Tod bedeuten kann, ich meine, das Spiel will ja schon, dass du solche Sachen gewinnen kannst. Und dann finde ich es eben irgendwo problematisch zu sagen, yo, du kannst halt solche Hit-Kombos, das ist möglich. Ich finde, die sollten irgendwo gecapped sein oder so. Na, dass die sagen, okay, 3 Hits, 4 Hits und der nächste, der reinhackt, da hast du dann wenigstens wieder die Möglichkeit, da irgendwie gegen zu kontern. Aber wenn die halt beide hinter dir sind, würde ich behaupten, sieht's da echt schlecht aus. Ich meine, wäre ja Quatsch, so große Kämpfe anzubieten, wenn die einfach ab einem gewissen Grad fast nicht mehr möglich sind. Vielleicht muss ich auch einfach noch krassere Ausrüstung allmählich ranholen. Vielleicht ist es ja das. Kann schon sein. Aber ich habe halt echt das Gefühl, wenn ich jetzt 2 oder 3 Hits mehr überlebe wegen einer besseren Rüstung, dann kommt es ja immer noch nur darauf an, ob die mir halt nicht 2 oder 3 mehr Hits reinhauen, wenn die halt mal witzig sind und das halt einfach so raushauen. Ja, was soll ich dann tun? Müssten wir noch eine Schmiede bauen, oder? Wo ist denn die Schmiede? Holzfällerlager, Bienenstöcke, Arbeiter und okay. Wo ist die Schmiede? Die ist wahrscheinlich weiter vorne, oder? Schenke Geschäft. Wachhaus, Stallungen, Fleischerei, Bäckerei, Schmiede. Genau. 8K. Können wir uns die gerade leisten? Weiß gerade nicht, wie viel wir drin haben. Komm, wir gucken nochmal nach. 8,5. Ja, stark. Dann bauen wir jetzt noch eine Schmiede. Ganz klare Sache. Wo war sie jetzt noch gleich? Kirche, Schmiede hier. Rein da. Ich habe mich entschieden. Marius? Let's go. Der Marius, ne? Dann komm mit, damit wir anfangen können. Komm du mal lieber mit, damit wir anfangen können, ne? Freundchen. Oh Mann. Ich fänd's auch cool, wisst ihr, wie ich meine? Dass wenn das Spiel irgendwie sagen würde, ey, sobald du später so viel unterwegs bist, kannst du 1, 2 Begleiter dabei haben, na, damit du eben nicht immer alleine gegen 5, 6, 7 Leute kämpfen musst, oder ich sag mal zwischen 3 und 7, 8 Leuten, sowas um den Dreh, weil das einfach wirklich schwierig ist. Und ich weiß nicht, ich,
ich glaube, ich kriege meinen Punkt auch nie ganz so verständlich rüber, wie ich das gerne, wie ich mir das gerne erträume. Na? Ich müsste das mal einfach einmal niederschreiben und verständlich aufbauen für euch, dass das als Argument so ankommt. Na, weil mir geht es hier an keiner Stelle darum zu sagen, dass Casey dir ein schlechtes Spiel ist. Hier werden wir bauen? Ja. Ja. Ich würde nur behaupten, dass bei diesen Geschichten... Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben, was wir brauchen. Eben. An die Ab. Ich würde behaupten, dass die Möglichkeiten, die man hat, auf solche Gegebenheiten zu reagieren und na, den Skill, den man entwickeln kann, das klafft irgendwie ein bisschen auseinander. Die machen einfach zu viel Schaden in Anbetracht der Tatsache, dass es normal ist, dass du hier und da solche Hit-Kombos bekommst. Aber, wie gesagt, kann natürlich immer noch sein, dass er sagt, ey P, du bist einfach zu kacke. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich easy sein. Vielleicht kann man das echt noch sehr viel besser hinbekommen. Ich würde behaupten, 3 Leute ist so mein Zenit. Na, da habe ich echt das Gefühl, Junge, wenn die gut sind, fahren die Schlitten mit dir. Da ist schon echt schwierig dann einfach. Klar ist, dass die Jungs in der schwarzen Rüstung auch einfach super strong sind. Das ist alles vollkommen klar. Auch schön, dass das eine gewisse Challenge bietet. Ich würde nur behaupten, ich hätte lieber eine Challenge mit ein paar weniger Leuten, dafür ein bisschen übersichtlicher, sodass es halt auch noch Spaß macht, anstatt dass es sich so anfühlt, als ja, als wäre man da einfach wehrlos gegen das, was da mit einem passiert. Ich meine, wir werden da schon gut durchgenudelt. Da kommen Hitze aus Richtungen, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Wisst ihr, wie ich meine, da ist nicht nur links, rechts, vorne, hinten. Nee, da kommt dann noch sowas dazu wie Ost-Westen oder so. Ne? Und dann sieht's halt mal ruckzuck schlecht aus hier. So, wir machen jetzt ordentlich Geld in Pribislavitz. Das läuft jetzt also erstmal. Ne? Wir haben jetzt Bienenstöcke, wir haben jetzt eine Schmiede, wir haben alles am Start. Da wird richtig cooler Stuff hier hergestellt. Ne? Hier die Imkerei finde ich auch cool. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was die uns bringt. Ne? Wo man damit noch hin kann. Können wir noch Honig herstellen oder so? Vielleicht nutzen die das auch als Konservierungsmittel. Ist Honig, glaube ich, auch in manchen Fällen gar nicht schlecht, oder? Oder auch als Medizin. Na, Wundheilung. Sind in Honig einige Enzyme drin, die sich sehr lohnen. Die Wundheilung gewissermaßen beschleunigen können. Na, also jetzt nicht ins Unermessliche, aber die Honig kann da schon was. Kann da auf jeden Fall was leisten. Klar ist jede Medizin, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, in unserer hochmodernen Medizinwelt besser als Honig, aber Honig kann man machen. Ja, Honig kann durchaus helfen. So an der Stelle mal. Und von der Entdeckung des Penicillins oder so sind die ja noch weit entfernt. Obwohl, naja, wer weiß. Vielleicht wäre das in einer anderen möglichen Welt früher oder später entdeckt worden. Man weiß es nicht. Können wir gewissermaßen froh sein, dass es so schnell ging. Obwohl ich behaupten würde, dass gerade zum Beispiel, na, also Penicillin, Antibiotikum, wisst Bescheid, na, ist so eine Sache für sich, ist cool. Aber ich finde, wir kriegen halt auch gerade wieder einige Probleme damit. Also gottlose Nutztierhaltung auf engem Raum, vollgepumpte Tiere mit Antibiotikum, multiresistente Keime, die dagegen Resistenzen bieten, weil sie halt einen super Hort haben. Na, da sind viele Tiere, das kann sich schnell verbreiten. Klasse, guck mal, jetzt sind sie wieder da. So, jetzt packe ich das, oder? Jetzt packe ich das. Wir müssen die Schwarzen rausholen. Na, die mit der schwarzen Rüstung müssen rausgeholt werden. Der Rest ist egal. Hier so einer zum Beispiel. Na, okay. Fliegt durchs Bein durch. Ist wie es ist. Den hat er stecken. Okay, jetzt sind es Kumanen und die Jungs gegen mich. Ich verstehe, ist jetzt ja noch beschissener gelaufen als vorher sozusagen. Hä, metzelt ihr jetzt noch untereinander oder nicht? Wie ist es jetzt bei euch? Ich gebe mir Mühe, ja. Guck mal, eigentlich die Kombos und so laufen schon. Jetzt habe ich halt Jungs hinter mir. Da sieht es ganz schlecht aus, ja. Da kann man wenig tun. Die Hits kriege ich einfach. Hier, guck mal. Super Konter. Bringt nichts, kommt nicht an. Ja. Hier, er ist wichtig. Er ist wichtig. Sieh's mal, ne? So, guck mal, wir rennen da wieder ein bisschen raus. Soll er sich da hinten mal mit dem Köter prügeln? Ich will hier den Mengenrabatt haben. Na, also, guck mal. Was war das denn jetzt gerade schon hier?
Na, seht ihr mal. Na, wenn ihr nicht so viele seid und nicht so assi overpowered, alle auf einem Fleck, dann ist es gar kein Problem, mit euch klarzukommen. Na, also, hier, guck mal. Ist der weg? Ist er nicht. Ja, dann will ich bitte auch weiter auf ihn einhacken dürfen, auch wenn er am Boden liegt. Na? Das wäre nämlich realistisch. Dass ich ihm da einfach mal so einen Todesstoß reindrücke oder so. Na, ja, komm nur her. Ja, den hast du stecken, ha? Weg mit dir. So, wo nächster? Einer müsste noch da sein, als ob Köter alleine den Baba kaputt gemacht hat. Oder? Köter, hast du das alleine geregelt? Echt? No shit, oder? Der Junge, der mich vorher fertig gemacht hat, den hast du alleine geregelt. Okay, der Köter ist overpowered. Der Köter hier, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Da waren doch jetzt klasse Konter und so dabei, ne? Aber diesmal habe ich natürlich auch gewonnen. Auf jeden Fall simpler als vorher. Fast schon ich glaube, das ist der Punkt, den ich nicht schaffe, ganz zu verbalisieren, wenn man das so sagen will, ne? Der Unterschied zwischen es läuft mal gut versus es läuft einmal schlecht und du kriegst eine dreckige Combo ab. Den finde ich so geisteskrank. Na, wenn du einmal so eine mächtige Combo abkriegst, das ist Schicht im Schacht. Und ich habe das Gefühl, du kannst gegen die Tatsache, so eine Combo abzubekommen, manchmal nur sehr wenig tun. Jetzt habe ich es, glaube ich, gut hinbekommen, oder? So meine ich das. Das heißt nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich meine nur, dass diese eine Funktionsweise sehr schnell umschlagen kann von der Kampf ist machbar und das macht Sinn so, zu das ist quasi impossible, wenn du einmal so eine Combo abbekommen hast. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Na, so ist es, glaube ich, maximal verständlich rübergebracht. Genau. So, das Wichtigste ist für mich wirklich, dass ihr hier nicht denkt, dass der P das Spiel hasst oder schlecht machen will. Darum geht's nicht. Aber das ist schon echt sehr anspruchsvoll hier, gewissermaßen. Ne? Also, du kriegst da halt ruckzuck Damage reingedrückt, als gäb's keinen Morgen. Und ich habe echt das Gefühl, man kann da nicht sonderlich viel tun. So, ich würde ja gerne sagen, ey, ja, da muss ich halt noch ein bisschen besser mit der Cam klarkommen. Meine Konter sind gut. Würde ich jetzt echt mal behaupten, so, also, wie gesagt, wenn er jetzt sagt, ey, P, nee, du bist einfach nicht gut, dann ist es eben so. Aber ich würde behaupten, irgendwo gibt mir auch der Fortschritt von KCD recht, oder? Ich meine, ich komme ja vom Fleck. Wir haben jetzt noch nie irgendwie mal irgendwas so gar nicht geschafft oder so. Es lief doch immer irgendwie, aber hier sind jetzt gerade in der letzten Zeit echt Kämpfe dabei, wo ich sagen muss, Junge, Junge, die hauen da raus. Als gäb's gar nichts mehr. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Wo ist jetzt euer Boss? Der mit dem Schild. Den Köter ja offensichtlich gemacht hat. Wo ist der jetzt? Der muss doch eigentlich noch irgendwo hier rumsurfen, oder? Hm. Hahaha. Nee, sieht nicht so aus. Naja, dann ist es, wie es ist. Sehr schade, denn das war halt der sich am meisten lohnt. Generell von den Banditen in schwarzer Rüstung habe ich hier jetzt gerade wenig gesehen, oder? Wo sind die denn jetzt alle hin verschwunden? Das ist gerade ein bisschen komisch. Also ich werde auf jeden Fall nochmal schnell ein bisschen gucken. Denn die lohnen sich halt gestört, ne? Die haben immer den ganzen 1000 plus Scheiß dabei. Wäre jetzt schon cool, die mitzunehmen. So ist es natürlich nicht. Hier so 700 ist natürlich auch super stark, ne? Aber den ihre goldenen Sporen und so stechen die 700 halt nochmal lässig aus. Komm, ja, knallen wir uns schnell einen Retterschnaps rein, kriegt der Köter noch was zu essen und dann müsste das ja auch wieder passen. Wisst ihr, wie ich meine? 100 Gesundheit habe ich. Das ist halt kein Vergleich zu vorher. Klar, es lief auch viel besser, aber die einzelnen Hits, die man hier und da kriegt, die sind nicht das Problem. Es sind halt wirklich die Kombos, ne? Wenn die Ausdauer knapp wird. Ich glaube, das würde ich im Multicombat einfach ein bisschen anders regeln. Okay, hä? Ist der weggerannt? Vermutlich, oder? Der müsste doch sonst hier irgendwo liegen. Irgendwo hier müssten die doch sonst liegen, oder? Hier, guck mal, da sind noch mal einige. So, was hast du noch dabei? Edle Rattenhose, bisschen Stoff, das ist doch cool. Newpon, hier für 1, hier für 3. Ja, let's go, das ist doch schön hier. Ja,
Ja, komm, nehmen wir es mit. Nehmen wir es doch mit. Ja, da nochmal. Alter, eine heraldische Halskette, ordentlich Kelche, modisches Hemd. Streitkolben des Hauptmanns, der scheint hier so ein Ding zu sein, ha? Na, die Händler hatten da wenig Chance. Haben da gerade Banditen und Kumanen zusammen Händler nackig gemacht, oder wie? Sehr verrückt. Hör ich da gerade jemanden? Ich glaube, ich habe irgendjemanden irgendwas beklagen gehört. Oh, ja, moin. Na, vielleicht habe ich mich auch vertan. Das kann natürlich immer mal sein. So, bei dir haben wir auch nochmal modische Hose so. Na, und ansonsten sieht sie eher schlecht aus. Edler Wein nehme ich noch mit. Hier normalen Wein auch. Den hageln wir uns direkt mal rein, oder? Da drüben liegt noch jemand in geiler Rüstung. Stark. Na, nee, ist auch nicht geile Rüstung hier. Na, ist ein Kumane. Und den habe ich auch schon ausgenommen. Hier habe ich das letzte Mal verloren. Ungefähr hier, ne? Ja, komm, die Armschienen mal noch. Dein Rattenhelm. Ja, ich glaube leider den Baba-Krieger von denen. Der ist uns jetzt gewissermaßen durch die Lappen gegangen. Super schade. Das ist halt echt der Wichtigste, ne? Der hat halt immer die goldenen Sporen, die krasse Rüstung, der hat den ganzen geilen Scheiß dabei. Ja, well. Kann man jetzt nichts machen. Ist wie es ist, ne? Aber die hier ist doch stark, oder? Wenn wir die reparieren, könnte ich mir gut vorstellen, dass die gut Cash gibt, so. Vielleicht hätte ich erst reparieren und dann rüberpacken sollen, aber na, passt jetzt schon, denke ich mal. Verziertes Hemd, ja, weg damit. Ja, was ist jetzt noch so schwer? Haben wir noch Waffen gesammelt gehabt? Hier den, na, kumanischen Bogen zweimal. Nadel, rustikaler, ja, Stachel behalten wir. Streitkolben des Hauptmanns, Eibenjagdbogen. Ja, und so passt auch schon wieder, alles klar. Okay. Na, cool. Immerhin hatten wir jetzt nochmal die Möglichkeit, was rauszuholen. Na, das ist doch hier, was am Ende zählt, denke ich mal. Knallen wir uns ein bisschen Brot rein, saufen den gestohlenen Wein. Na, und speichern schnell. Da sind wir jetzt wahrscheinlich ordentlich besoffen. Ja. Und vergiftet. Ist okay. Ist okay. Habe ich ein schlechtes Brot gegessen? Kann das sein? Wahrscheinlich, oder? Naja. Ist jetzt halb so wild, denke ich mal. Alles klar. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Allzu viel Cash wird das jetzt in dem Sinne nicht werden. Na, also mal zumindest nicht ultra viel. Schon eine kleine Menge, aber na, nichts Wildes. Oh, mein Zeug sollte ich noch reparieren, bevor ich das wieder vergesse. Nicht, dass da wieder irgendwas so kaputt ist, dass ich es nicht mehr reparieren kann. Das dann natürlich immer ein bisschen blöd ist. Wo ist, ist das nicht mal weiter oben? Nee, scheinbar nicht. Hier, Rüstungsset, genau. Und Schmiedeset. Echt gar nichts. Nichts zu schmieden. Verrückt. Ah, ich glaube, ich habe davor schon Schmiedeset gehabt, oder? Kleines Schmiedeset, dann war das bei K und damit früher im Alphabet und somit weiter oben. Ja, dann habe ich wahrscheinlich da schon, ja, eben Bogen und so habe ich doch. Ja, nee. My bad, na, habe ich gerade verbimmelt. Aber ist nicht wild, alles ist repariert und nichts ist kaputt. Genauso, wie ich das haben wollte. Ja, cool. Dann würde ich jetzt sagen, begeben wir uns doch direkt mal zu unseren Kumpels, oder? Ich glaube, das liegt einigermaßen auf dem Weg, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Muss hier gerade mal schauen. Maskerade. Frag Fritz, wie die Dinge mit Andreas, dem Wirt, stehen. Genau. Das müsste doch eigentlich hier gewesen sein, wenn die da immer noch chillen. Ja, das ist doch auf dem Weg. Dann reiten wir da doch jetzt direkt mal hin, oder? Das ist gar nicht mal weit. Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen mit Fritz chillen. Doch, Fritz hieß er eben, gell? Und ich finde, vorher sah einer von den Kämpfern, die wir bekämpft haben, aus wie Fritz. Der hatte, glaube ich, dasselbe Gesicht. Oder war Fritz der andere? Ich weiß es gerade nicht genau. Na, aber einer sah einem von unseren Kumpels sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Wird behaupten, es war dieselbe Gesichtstextur. Gewissermaßen der gleiche NPC, wenn man das so sagen will. Ah, kann auch sein, dass ich mich getäuscht habe und nur eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Würde jetzt aber behaupten. Das ist, wenn dann auf jeden Fall eine sehr üppige Ähnlichkeit war. Okay, so, wir reiten die erste links. Ja, und dann einfach straight durch. Ja. Links,
Und dann rechts die nächste, ne? Ja, die nächste rechts. Denn wenn wir da wieder links reiten würden bei der nächsten, dann kommen wir so nah an den Fluss ran und reiten eher Richtung Norden, so Uschitze-mäßig, als dass wir da hinkommen, wo wir original hinwollen. Ja, hier, das ist unser Weg. Oh, so schön, wie es auf dem Weg anders klingt, als wenn man so ein bisschen im, ne, bisschen im Offroad reitet gewissermaßen. Das ist so gut, es ist so schön. Das ist Atmosphäre, wie ich sie liebe. Ja, der Alkohol kickt allmählich ein bisschen. Aber geht voll, oder? Geht echt voll. Könnte mir aber vorstellen, dass es sich jetzt noch durchaus ein bisschen weiterentwickelt. Das waren jetzt zwei Wein und ein Schnaps. Doch, das wird schon noch ordentlich reinkicken, glaube ich. So, ja, jetzt hier durch diesen Birkenwald durch. Und dann ist da vorne auch schon die Taverne. Und da ist besagt... Nice. It's a Gemetzerü. Ja, weg mit dir. Solange du es nicht checkst, nehme ich das dankend an. Wer bist du denn? Du siehst ja wild aus in grün. Das haben wir noch nicht oft gesehen, hm? Ach, da dürfte ich echt nicht mit dem hier zuhauen. Ah, du bist auch ein Kumar, ne? Ja, du kriegst so einen Gnadenstoß, das ist vollkommen klar. Ja, rechtzeitig kamen wir jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, die haben schon alles getötet, ne? Ja, chill mal, ich loot den hier jetzt. Weil nachher finde ich ihn nicht mehr. Wissen doch alle, wie es hier läuft, ne? So, guck mal, die Salami nehmen wir auch mit. Hier, das hat geklappt. Ja, Leute. Kein Thema. Keine Belohnung oder so. Ist nur einer von euch gestorben. War doch stark, da könnten die wegen mir schon gerne mal was sagen. So von wegen, ey. Stark, dass du uns gerettet hast und so. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Jungs? Ja, die haben keinen Bock mit mir zu reden. Na, dann ist es, wie es ist. Aber den Händler nehme ich jetzt nicht vor den ihren Augen aus. Ich glaube, das ist eher blöd. Das macht vermutlich keinen Sinn. Okay, ja, immerhin zwei von drei, die ich retten konnte. Das ist doch gar nicht mal schlecht, oder? Haben mich meine Ohren nicht im Stich gelassen. Wusste doch, dass ich da was gehört habe. Okay, cool. Dann weiter geht's. Schauen wir uns hier bei der Schenke mal um und sagen, Moin Fritz, wie ist es und so. Hier. Da und läuft da irgendwo rum. Ich würde sagen, ich regle noch schnell mein Inventory ein bisschen, oder? Hab jetzt keinen Bock, da überlastet in irgendeine Prügelei oder so rein zu müssen. Das wäre jetzt eher nicht so mein Business. Hier, genau, das ist immer super schwer. Waffen habe ich, glaube ich, gerade keine mehr mitgenommen, oder? Doch, nochmal einen kumanischen Bogen. Oder wahrscheinlich habe ich den vorher eher vergessen, meinen Überpacken. Naja, wie dem auch sei. So, Fritz, mein Freund. Da bist ja. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, doch, genau ihn meinte ich. Gegen den haben wir gekämpft. Freut mich, dich zu sehen, Heinrich. Das war doch sein Gesicht, ja. Hi. Ich brauche Arbeiter für Pribislavitz. Let's go. Ich brauche etwas Hilfe. Ich bin jetzt der Vogt von Pribislavitz und... Der Vogt, hm? Nun, Dero Gnaden, ich würde gerne helfen, aber ich habe meine eigenen Probleme. Genau, und die gehen wir jetzt erstmal an und dann, ne? Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. Alles klar. Dann rein da. Der Wirt, ne? Bisschen Überzeugungsarbeit, das kriegen wir, glaube ich, hin. Oh. Gern geschehen. Glück und Gesundheit. Moin, Andreas. Leute ausrauben. Fritz schickt mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Nee. Nein, ich wollte jemanden... Ja, aber sicher ist der süffig. Hab ihn gleich da hinten. Bruder... Rede ich mit einer Wand? Du müsstest uns jedes Mal sagen, wenn...
Spitz die Ohren, du Dummdödel. Ich will hier nicht palavern. Komm mit nach hinten, um Herrgotts Willen. Ah, okay, da stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Keine schlechte Idee. Ja, Tipptopp-Idee. Verzeih, Andreas, Message nicht angekommen. Hat bis jetzt noch nie jemanden gejuckt, wo wir palavern. Selbst wenn wir direkt neben den Leuten standen, die es betroffen hat, was wir da reden, war das denen egal. Aber cool, dass es sowas hier auch gibt, ne? Eine schöne Falle, die sie mir da gestellt haben. In 101 Folgen ist es egal und dann let's go, lieben wir. Na, bist du hier gerade auch runtergestolpert, ha? Moin. Und wie sieht's aus? Fritz hat dich also geschickt? Mhm. Ja, das war seine Idee. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Aber Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Hier, guck mal, es gibt viel zu holen, es herrscht Krieg, niemand würde uns erwischen. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen? Ja, eben. Da stehen wir 20 zu 5. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen? Du hast Eier, Bursche. Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman. Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Perfekt. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Speer oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichte Beute machen wollen. Selbst Kumanen müssen mal schlafen. Ja, easy. Das wird schon machbar sein. Hier, guck mal, auch schon etwas Abwechslung? Wir bauen Pribislawitz wieder auf und die neue Schenke wäre was für dich. Bist du verrückt? Ich habe die beste Schenke in der Provinz und bin mein eigener Herr. Warum sollte ich das aufgeben? Ich kann dich also auf keinen Fall überreden? Gewiss nicht. Such dir jemand anders. Okay, klare Ansage, Andreas. Dann ist es, wie es ist. Danke dir. Sorry, dass ich das vorher nicht gerafft habe mit dem Wein. Aber dafür Eier in der Hose, ne? Irgendwas muss man ja haben, um zu punkten. Naja, okay, cool. Dann würde ich behaupten, nächste Episode werden ordentlich Kumanenlager lang gemacht, oder? Vor Kumanen habe ich weniger Respekt als vor den gut gerüsteten Banditen, muss ich ehrlich sagen. Kumanen haben meistens keine allzu großen Probleme gemacht. Alte Dirne. Ja. Na, ich überziehe schon wieder. Ja, dann machen wir nächste Episode hier mal, ne, noch ein bisschen Palaver mit einer alten Dirne und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich würde schon sagen, wir gucken dann direkt nach den Kumanen. Bis dahin wünsche ich euch was, Leute. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Lasst Liebe da. Euer P. Ade.